Musstest auch du schon mal eine schlechte Erfahrung mit einem Immobilienmakler machen? Das tut uns schrecklich leid. Diesen Einwand hören wir leider auch noch viel zu häufig im Erstkontaktgespräch mit Immobilieneigentümern. Die Maklerdienstleistung wurde ungenügend oder teilweise sogar gar nicht erbracht. Man wurde schlecht beraten. Besichtigungstermine, die ohne den Makler stattgefunden haben. Wie wir das im Hause Marvin Jeske Immobilien handhaben, erfahrt ihr in diesem Video. Leider hören wir viel zu häufig in telefonischen oder persönlichen Erstkontaktgesprächen mit Immobilieneigentümern dieselben Geschichten. Lasst mich hierzu ganz kurz auf ein aktuelles Beispiel aus dem vergangenen Jahr, aus dem Dezember 2019 eingehen, wo sich eine Immobilieneigentümerin hier aus der Wittlicher Innenstadt mit dem Gedanken abgefunden hat, ihre Existenz, ihr Geschäft aufzugeben, neu zu starten, eine neue Idee zu verwirklichen, umzuziehen, das gesamte Paket. Diese Dame hatte sich ursprünglich mal überlegt, ich gehe zu Marvin Jeske Immobilien. Super Idee, wollte aber im Vorfeld mit ihrer Bank noch zwei, drei Sachen rein organisatorisch klären, was die Ablösung des Kredits, Vorfälligkeit und so weiter abgeht. Sie ist zur Bank gegangen, hat einen Termin vereinbart, ist zur Bank gegangen, hat dort gesessen und ihr wurde dann gleich ein Maklervertrag rübergeschoben. Das war im September ungefähr des letzten Jahres 2019. Der Vertrag an Ort und Stelle unterschrieben, die Eigentümerin dachte, Makler ist ja gleich Makler. Gesagt, getan, Auftrag unterschrieben und irgendwann im November, also gute 2 bis 3 Monate später, hat sie sich dann nochmal mit der ganzen Sache beschäftigt und dann fiel ihr auf, es sind noch keine Bilder gemacht, es hat noch keiner angerufen, es ist faktisch noch nichts passiert, es ist gar nichts passiert. Sie hat daraufhin wieder ihre Bank angerufen, den zuständigen Makler kontaktiert und der hat ihr gesagt, Frau, ob wir im September, im Oktober, im November oder auch erst im Januar Bilder machen, spielt eigentlich keine Rolle. Denn hier in Wittlich kann man aktuell sowieso nichts verkaufen. Kratze ich mich am Kopf, wundere mich. Diese Dame hat dann ihren ursprünglichen Gedanken zu Ende verfolgt, ist zu uns gekommen und wir hatten innerhalb von einer Woche das Exposé fertig. Wir hatten das im Ticker, ihr habt vielleicht auch die Fläche letzte Woche in unserem Video gesehen. Ja, und über diesen Ticker, ohne dass es in der öffentlichen Vermarktung bislang ist, haben wir 2 Anfragen. Die erste Besichtigung findet in dieser Woche statt. Es scheint dann also doch zu funktionieren. Zweite Sache, ich wurde schlecht beraten. Selbe Dame, selbe Eigentümerin. In diesem Gespräch mit ihr habe ich dann nach verschiedenen Unterlagen gefragt. Es geht um Wohnungseigentum. Ich habe gesagt, Frau, ich brauche also dann noch Protokolle der letzten 3 Eigentümerversammlungen. Ich brauche den Kontostand. Ja, wenn man ein Wohnungseigentum hat, wenn man Eigentümer von Wohnungseigentum ist, gibt es in der Regel eine Instandhaltungsrücklage. Da brauche ich auf jeden Fall den aktuellen Kontostand, der mitverkauft wird. Der ist im Kaufpreis ja inkludiert. Ich brauche einen Energieausweis und so weiter und so fort. Die Dame war, soll ich jetzt sagen, schockiert. Ich glaube, das war sie in Zügen. Denn der ursprüngliche Makler hatte mit ihr da kein Wort drüber gesprochen. Hat sie also schlecht bis eigentlich gar nicht beraten im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Immobilie. Last but not least, ein Beispiel auch aus meinem persönlichen Umfeld. Mein Schwager auf Wohnungssuche ist schon eine Weile her, hatte sich bei einer Maklerin auch gemeldet, angerufen, Termin vereinbart zur Besichtigung. Ja, die Maklerin hat dann gesagt, am Ende dieses Telefonats, ich gebe Ihnen ganz kurz die Telefonnummer der aktuellen Mieter, es ging um eine Mietwohnung, ich gebe Ihnen ganz kurz die Telefonnummer der aktuellen Mieter, rufen Sie die doch einfach selber an, stimmen Sie mit denen einen Termin ab, bevor ich jetzt 3-mal hin und her telefoniere. Und die Mieter leben seit einigen Jahren in der Immobilie, die kennen sich da aus, die können Ihnen dann auch alles zeigen. Wenn ich das sage, muss ich dazu ergänzen, dass das noch aus der Zeit vor dem Bestellerprinzip war. Also das ist jetzt 3, 4, 5 Jahre her. Und damals die Situation halt noch so war, dass der Mieter den Makler zahlen sollte. Und mein Schwager hat daraufhin diese Wohnung gar nicht erst besichtigt, weil er sollte selber einen Termin abstimmen und sollte mit den Mietern gemeinsam die Wohnung sich anschauen und dann aber provisionspflichtig mit der Maklerin sich wieder in Verbindung setzen, den Mietvertrag schließen. Das passiert bei uns nicht. Wir haben an uns, an unsere Mitarbeiter, an unser gesamtes Team haben wir sehr, sehr hohe Standards, die wir regelmäßig kontrollieren, die wir modernisieren, aktualisieren, die wir auf dem Stand halten. Wir arbeiten an uns, an unserem Team und sind up to date. Wir erbringen eine High-Class-Premium-Dienstleistung bei uns im Hause und zum Beispiel findet bei uns keine Besichtigung ohne Makler statt. Unsere Makler sind alle ausgebildete Immobilienkaufleute, Immobilienkaufmann, Immobilienkauffrau. Das heißt auch rechtlich der nötige Background, den man braucht, um so einen Kaufvertrag, teilweise sehr komplexe Kaufverträge, wo es um 3, 4, 5 Millionen geht, komplexe Kaufverträge, wo Mietverhältnisse mit übernommen werden, teilweise
Dienstbarkeiten mit übernommen werden und so weiter. Das ist alles bis ins Detail bei uns immer gut vorbereitet und wird in Ergänzung, in Abstimmung mit dem Notar 1a vorbereitet, dem Kunden rübergebracht, dass das auch wirklich jeder versteht. Auch hierzu vielleicht ein Beispiel, was ich sogar doppelt mit Namen belegen könnte. Zwei unserer Eigentümer waren in der Situation, Wohnungseigentum zu verkaufen. Und beide Eigentümer wussten nicht, was sie da haben. Beide waren der Meinung, sie hätten ein ganz normales Grundstück gekauft mit dem aufstehenden Gebäude, dem gesetzlichen Zubehör, könnten da schalten und walten, wie sie wollten, haben den Makler jeweils, einmal war das eine Kollegin, einmal ich selbst, sogar darauf hingewiesen, dass es Wegerechte für den Nachbarn gäbe. Und letztendlich in der Praxis hat sich dann herausgestellt, es gab ein Wohnungsgrundbuch, das gesamte Grundstück gehörte einer Eigentümergemeinschaft und so weiter. Also uns gehen so Sachen nicht durch. Wir sind da sehr, sehr ins Detail verliebt und prüfen das alles akribisch, bereiten das alles wirklich sehr, sehr gut vor. Außerdem sind wir schnell, wie eben schon mal gesagt, unsere Maklerdienstleistungen in der Regel, wenn das Wetter mitspielt, haben wir nach dem Ersttermin Einwertung, das Exposé, binnen 14 Tage, nachdem wir das erste Mal uns eine Immobilie angeschaut haben, das Exposé auch fertig und warten dann gegebenenfalls nur noch auf Unterlagen Dritter, wie den Energieausweis, Protokolle von einem Verwalter oder auch ein Grundbuch, ein Lageplan, wo man auf die Zuarbeit der zuständigen Ämter und Behörden angewiesen ist. Wie ihr seht, es lohnt sich zu vergleichen. Schaut dazu auf jeden Fall gerne auch mal bei Marvin Jeske Immobilien bei Google einfach in unsere Bewertungen. Wir sind auf Facebook bewertet. Ihr könnt uns auch bei ImmoScout die ein oder andere Bewertung könnt ihr euch anschauen, die unsere Mieter, Vermieter, Eigentümer, Käufer, Verkäufer hinterlassen haben. Wir sind von der Bellevue ausgezeichnet worden, Europas größtes Immobilienmagazin, die letzten 3 Jahre in Folge. Das sind alles ja, Zeugen eben dafür, dass wir bei uns eine 1A, eine High-Class-Premium-Dienstleistung erbringen. Und last but not least möchte ich euch noch den Telefonjoker anbieten. Ihr könnt gerne zu uns kommen ins Büro, wir sprechen kurz miteinander und dann werden wir einfach mal 1, 2, 3 unserer Käufer, Verkäufer, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, die auch mit uns sehr gute Erfahrungen gemacht haben, kontaktieren. Wir werden die anrufen und ihr könnt kurz mit denen sprechen und könnt euch im 1-zu-1-Telefonat ohne Voranmeldung spontan erkundigen, wie unsere Dienstleistung bei demjenigen am Telefon, mit dem ihr dann sprecht, eben angekommen ist. Also zögert nicht länger, wir haben die Lösung für eure Probleme, kommt einfach zu uns, sprecht mit uns. Das Ganze wird natürlich auch in einem gewissen Rahmen, solange wie das eben möglich ist und ihr das wünscht, diskret behandelt.